Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heute vielleicht wichtigsten Tag für den Euro gegenüber dem US-Dollar im Dezember ohnehin und dann wahrscheinlich auch im Handelsjahr selbst betrachtet. Wir wollen heute natürlich auf den Euro gegenüber dem US-Dollar blicken, weil heute Abend, ja, ohne viele Worte, der Fed-Event ansteht, den alle schon mit großer Erwartung, Vorfreude, spekulativen Absichten hier eben schon vor dem Auge haben. Der Punkt ist nur: Was passiert? Die Quoten in Sachen Leitzinsanhebung sind sehr stark, also es ist prinzipiell davon auszugehen, dass es hier eine Anhebung gibt. Wenn diese nicht erfolgt, dann muss man ebenso heftige Reaktionen erwarten, wie wenn diese dann tatsächlich jetzt umgesetzt wird. Angekündigt, wie gesagt, hat die Fed das schon mehr als ein Jahr lang und jetzt wird es dann Zeit, auch aufgrund der letzten Daten eben der immer weiter fallenden Arbeitslosenquote in den USA etc. etc. hier durchaus mal auch zu zeigen, was dahinter steckt. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird. Die Frage der Höhe ist immer nur noch hier im Raum. Also wir stehen ja bei 0 bis 0,25. Wenn sie die 0 streicht sozusagen aus ihrem Vokabular oder aus der Formel sozusagen, dann wäre das ja indirekt auch schon eine Anhebung. Aber womöglich kommt auch ein Zinsschritt auf 0,5. Und das wäre natürlich schon was, mit dem der Markt in Anführungszeichen fast schon rechnet. Jetzt muss man eben wirklich sehen, wie die weiteren Absichten der Fed dann sein werden. Speziell eben dann hier das Thema, die Zinsanhebung jetzt wird erwartet, aber die Frage ist vielmehr eben, was kommt im Jahr 2016? Geht es schnell weiter voran nach oben oder ist es jetzt ein Wink, der dann wiederum 6 bis 12 Monate später erst weitere Aktivitäten erwarten lässt? Also hier gehen eben die Meinungen doch schon ganz schön auseinander. Tatsache ist, wenn es starke Zinsanhebungen geben würde, würde schlichtweg das ganze Kreditsystem, die Kreditwirtschaft in den USA buchstäblich zusammenbrechen, allein schon auch aufgrund dessen, dass es dann Zinszahlungen geben würde, die gar nicht zu leisten wären. Also, dass wir hier Zinssätze wie von vor vielen Jahren sehen im Bereich 4-5%, ist überhaupt nicht anzunehmen. Wenn dann befindet sich das alles im niedrigen Bereich, zumindest ist das die aktuelle Einschätzung. Wie das langfristig ist, muss man mal abwarten, aber die Schulden sind letztlich so immens, dass starke Zinsanhebungen hier dann doch querschlagen würden. Aber wir wollen jetzt nicht im fundamentalen Kontext verlieren. Wir wollen lieber mal auf den Chart, auf die Preisrealität der Massenpsychologie schauen. Wir sehen hier Euro-US-Dollar zur Fed, ach, was sage ich, zur EZB. Hier über 400 Pips bereits gelaufen. Sie können sich hier sicherlich an diesen Event erinnern. Hier der Stundenchart, hier entsprechend im Tageschart auch deutlich zu sehen. Und hier unten im Wochenchart auch die starke Bewegung, die sich dann da entsprechend anschloss. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert heute? Es ist bislang nicht viel Bewegung am Markt, außer der Goldpreis hier mit 0,4 von. Man darf davon ausgehen, dass ein Stück weit Zurückhaltung sicherlich herrschen wird. Gehen wir mal kurz auf den großen Chart, um das Bild mal im großen Kontext einzufangen. Da wird sehr, sehr deutlich oder auch auffällig, dass wir die letzten Tiefs eben hier vom Frühjahr im März nicht touchiert haben. Die EZB wirkte hier sozusagen sehr, sehr bullisch entgegen. Und ja, jetzt haben wir hier das Widerstandslevel 1,1035 wieder mal erreicht, sind auch daran gescheitert. Hier im Monatschartintervall. Grundsätzlich muss man natürlich auch hier unterstellen, Euro-US-Dollar übergeordnet in einem Abwertungsprozess. Selbsterholungen bis 1,20. Gar 1,25 würden das übergeordnet bärische Bild keinesfalls verändern. Insofern die mittellangfristige Abwertung des Euros ist weiter unverändert intakt. Wenn es hier, wie gesagt, Überraschungen auf der Nordseite gibt, dann wäre das alles nur korrektiv zu sehen. Und es gab eben unlängst hier auch schon die Versuche, immer mal das Level 1,14, 1,1450 zu überwinden. Tatsache ist hier auf großer Big Picture-Betrachtungssichtweise hier, wenn wir über das Level 1,1450 mal rausgehen würden per Monatsschluss, Wochenschluss vielmehr, dann muss man sagen, wäre das sicherlich ein taktisches Kaufsignal für weitere mehrere hundert Pips. Unterhalb dessen, das ist hier ein massiver Widerstand, bleibt das alles erstmal Zukunftsmusik. Und jetzt hier im kurzfristigen Bereich ist erstmal die 1,1035 sehr, sehr interessant. Und genau dieses Level hatten wir auch hier im Streamchart auch immer zu sehen, schon unverändert als gelbe Linie sozusagen im Chart, die dann eben hier immer mal wieder auch für Relevanz sorgte. 1,10 als runde Hausnummer und 1,1035 speziell als Widerstand. Und da haben wir es eben tatsächlich nicht geschafft, drüber auszubrechen. Möglichkeit war zwar hier gegeben am gestrigen Tag schon, doch dann gab es eben hier sehr, sehr starke Schwäche zum Nachmittag. Grundsätzlich wäre es aber hier auch denkbar, dass wir einen Rücksetzer in Richtung 1,0082 sehen. Das ist hier ein sehr, sehr starkes Support-Level. Sie sehen auch hier diesen grünen Pfeil schon. Dann werden auch 38% der Hype-Bewegung
der jüngsten Hype-Bewegung relativiert und das wäre eine gute Ausgangsbasis für den Euro hier dann praktisch durchzustarten. Nur ist eben aufgrund der Fed eben heute hier durchaus noch ein Stück weit mehr zu erwarten in Sachen Schwankungsintensität. Also wer sich da vorher positioniert, muss aufpassen. Die Spreads werden sich mit Sicherheit ausdehnen. Es wird erratische Bewegungen geben. Und insofern ist es wohl hier besser, dass man sich erstmal entspannt zurücklegt und die Hektik erstmal abwartet, um sich im Nachgang zu positionieren. Tatsache ist, der Euro wäre grundsätzlich bereit für weitere Erholungen. Dips nach unten und das kann auch hier 1,082 temporär sein oder auch temporär zur Unterschreitung führen. Wären spekulative Einstiege, um dann sozusagen hier auf einen goldigen Jahresabschluss zu spekulieren, der, wenn eben hier der US-Dollar ein Stück weit negativen Bias erfahren sollte durch die Fed, trotz der Zinsanhebung dann sicherlich beflügelt werden könnte. Also wenn der Euro-US-Dollar jetzt tiefe Rücksetzer macht, heute Abend/morgen, dann wäre das hier unter Umständen eine spekulative Einstiegschance, um auf eine weitere Erholung zu setzen. Andernfalls, wenn wir hier direkt stark nach oben rausgehen, dann dürfte es hier sehr, sehr wahrscheinlich zu einem unmittelbaren Test der Marke von 1,1450 kommen. Damit muss man rechnen. Und damit muss man durchaus, auch wenn es hier kurzfristige Rücksetzer geht, für die kommende Zeit ausgehen. Wir haben hier grundsätzlich auch eine freudvolle Saisonalität. Hier mit Blick auf Ende Dezember bis in den Januar hinein. Zoomen wir uns mal auf die kommenden 40 Tage, um den Januar noch ein Stück weit mehr zu erhaschen. Da sehen wir hier, dass wir praktisch bis Mitte Januar, bis zum 9., 10. Januar, das alles sehr, sehr positiv wirkt. Dann der Euro jedoch natürlich aufgrund des übergeordnet schwachen Bilds während der letzten Jahre hier dann sichtlich zur Schwäche neigt. Der US-Dollar-Index selbst ist ja an der runden 100-Punkte-Marke gescheitert. Technisch werden wir das wahrscheinlich dann morgen erstmal auswerten nach der Fed. Heute, wie gesagt, will ich dann lieber auch nochmal im Stream eine kleine Preisfrage in Sachen Harmony Pattern stellen. Dieses Thema kam auch unlängst gestern im Stream auf. Da wird es dann nochmal interessant sein. Wie gesagt, da wird es dann nochmal eine kleine Querfrage geben zum Euro-US-Dollar im Big Picture. Das sieht nämlich ganz interessant aus unter Harmony-Gesichtspunkten. Aber jetzt erstmal interessiert uns die Fed und hier wirkt mehr oder weniger ein bullischer Unterton. Also spekulative Rücksetzer könnten hier tatsächlich als Einstiegschance dienen, sofern sie denn eben erfolgen. Das muss man ganz klar sehen. Und sollte sich Euro-US-Dollar über der 1,10 absetzen können, dann wäre es durchaus denkbar, dass es dann hier durchaus nochmal 400 Pips weiter gen Norden geht. Das mal hier die Einschätzung zur Situation. Gehen wir nochmal kurz in den Stundenchart. Wie gesagt, heute ist wenig passiert. Von den Märztiefs haben wir hier unlängst einen Trendlinienbruch gesehen und das ist auch sehr interessant, dass wir da unlängst neben 1,10 hier im Stundenintervall genau diese Trendlinie auch nicht überwinden konnten. Hier fast schon mit einem kleinen Dreifachtop. Hier die gestrige Schwankungsbreite. Und das sind wir jetzt mehr oder weniger auf der Südseite eher orientiert und der Euro steckt da mittendrin. Ob es jetzt hier im Vorfeld große Spekulationsbewegungen geben wird, muss man mal abwarten. Heute vielmehr das britische Pfund interessant, UK. Gibt es den Arbeitsmarktbericht? Das dürfte heute hier beim britischen Pfund sicherlich für mehr Musik sorgen. Euro-US-Dollar, wie gesagt, dann heute Abend definitiv ein Thema. Das mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten, wie gesagt, die News erstmal wirken lassen. Gegebenenfalls nehmen wir Euro-US-Dollar morgen nochmal unter die Lupe, wie das ausschaut. Wenn es jetzt hier einen ganz, ganz herben Rückschlag geben würde, dann muss man auch hier nochmal sehen, neben der Perspektive, dass es hier durchaus korrektiv weiter nach oben gehen kann, muss man dann hier sehen, dass der Bereich des Tiefs vom März 1046/1025 hier dann auch schon der nächste Supportbereich auf großer Basis ist, nämlich hier im Sinne des übergeordneten Abwärtstrendkanals. Und da gab es, wie gesagt, schon mehrere Anlaufpunkte. Und genau hier so ein Level könnte sich auch wieder ergeben. Dazu auch der kleine Hinweis im Big Picture auf Monatsbasis Euro-US-Dollar, das werden wir nachher, wie gesagt, darstellen, durchaus mal ein Blickwert in Sachen Harmony Pattern. Aber dazu, wie gesagt, mehr im Stream nachher. Ich wünsche Ihnen erstmal heute einen erfolgreichen, ruhigen Handelstag und alles weitere dann morgen, wenn sich der Staub gelegt hat, beziehungsweise nachher noch im Stream den einen oder anderen Beitrag. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg beim Traden, Anlegen, Handeln, Analysieren. Ich sage danke fürs Dabeisein und wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag zum JFD-Devisenradar-Webinar wieder, 15 bis 16 Uhr oder aber dann natürlich morgen zur Sendung. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.